Hallo ihr Hübschen, also ich wollte noch mal zu einem Video, was ich vor Wochen oder Monaten mal hochgeladen habe, mit der Wahrnehmung und der Aufnahme und der Möglichkeit und der Entscheidung. Also ich habe ja diese vier Wörter für mich in einen Satz formuliert. Also habe die ganze Zeit ja gesagt, die Wahrnehmung ist die Aufnahme der Möglichkeiten und die eigene Entscheidung, es weiterzugeben. So sehe ich das in diesen vier Wörtern, weil erstens ist ja, du nimmst was wahr, du nimmst dieses Video hier wahr, du nimmst es auf. Genauso wie wenn du jetzt Wasser trinkst oder was zu essen nimmst, du nimmst es wahr, so wie es aussieht gerade auf dem Teller. Und ob es dann schmeckt oder weniger schmeckt, das ist ja dann erst in der Zeit deiner Aufnahme. Also bis du das an den Mund nimmst und dann kaust und runterschluckst, ist es ja dann deine Aufnahme. Ja, das, ob es dir schmeckt oder weniger schmeckt, ja. Und dann hast du halt die Möglichkeit, ja, es ist die Möglichkeit, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Ich nehme jetzt ein Beispiel des Essens, weil es irgendwie, ja, irgendwie habe ich halt, ich meine, ich komme aus dem Beruf, Hauswirtschaft, ich habe immer mit Essen zu tun gehabt. Und das ist eigentlich für mich das beste Beispiel zu diesem Ganzen, weil, also für mich so, ist meine Meinung. Weil wenn man das dann also im Mund hat und das im Mund zergeht, ob du dann sagst, oh je, jetzt schmeckt es nicht, das ist ja deine Möglichkeit. Und die Möglichkeit ist es dann einfach, ja, das in dir zu entscheiden, ja, ob das jetzt dein Lieblings- oder dein Essen ist, was dir schmeckt, oder weniger dein Essen ist, dass du das überhaupt nicht schmeckt und dass du auch überhaupt in weniger, also, oder sagen würdest, das tue ich jetzt nicht empfehlen, weil es mir einfach nicht schmeckt. Wobei es ja deine Wahrnehmung war und deine Aufnahme von diesem Essen. Weil der Gegenüber oder der andere, der das dann halt auch essen, das gleiche Gericht essen tut oder essen möchte oder essen wird, eine ganz andere Wahrnehmung und Aufnahme dieses Essens hat und auch die andere, also auch die andere Möglichkeit hat, es zu entscheiden, es weiter zu empfehlen oder auch weiter zu essen oder einfach wegzuschmeißen oder zu sagen, ey, Leute, das schmeckt mir nicht, geht weg da, das ist überhaupt dieses Restaurant oder was auch immer, dieses Essen ist einfach nicht zu empfehlen. Und das ist für mich, das ist jetzt meine Meinung zu diesen vier Wörtern, die ich ja für mich so formuliert habe, so wahrnehme und aufnehme. Und das ist für mich in allen Richtungen jetzt, nicht nur in Essen, sondern auch in Musik. Also ich habe meine Wahrnehmung, dass ich jetzt, weiß ich nicht, englische Musik höre, deutsche Musik oder Rock, Pop, Jazz, Klassik, was auch immer, ja. Und sage, ja, das ist jetzt mein Geschmack, ja, in Anführungsstrichen. Das schmeckt mir sozusagen, das höre ich mir gerne an. Das empfehle ich auch gerne weiter, weil es einfach für mich das Herz eröffnet oder was auch immer. Weil es mir halt gerade gut tut, ja, weil es mir jetzt in diesem Moment gut tut, weil ich es so aufgenommen habe, weil es, ja, weil es mir die Möglichkeit ergibt, das so wahrzunehmen, sozusagen. Also, und das ist mit allen Sachen so, finde ich zumindest. Das ist meine Meinung. Es ist mit allen Sachen so. Es ist egal, ob es um Essen geht, um Musik, um Bücher, um auch Menschen so. Man, ich meine, du kannst auch sagen, ey, ich rieche dich nicht, also ich mag dich nicht riechen, aber ich, weil du vielleicht im gleichen Beruf bist und du hast, oder darfst die Möglichkeit nehmen, mit dieser Person zu arbeiten, auch wenn du sagst, ey, die stinkt mir, und der andere Kollege sagt, ey, die riecht doch gut oder was auch immer. Ne? Das ist deine Entscheidung. So, und das ist dann auch deine Entscheidung, ob du das dann so weitergibst und sagst, ey, boah, die stinkt, oder boah, die riecht ja gut. Ja. Und andererseits kann ich dazu sagen, Respekt, ja, Toleranz, und jeder hat seinen eigenen Geschmack. In Anführungsstrichen, ich habe das jetzt, ich meine, ich sage euch das jetzt einfach nur mal selber persönlich, ich habe das ja in so ein Suppengeschichtengedicht gefasst gehabt, was ich auf diesem Kanal jetzt irgendwie, das waren so ein paar Sekunden nur, wo ich auch Danke sage an Gräfin Johanna, ich sage jetzt so Johanna, das ganze hintere Dings, was sie da an ihren Nachnamen hat, das kann ich jetzt nicht alles so, ich meine, ich kann euch die gerne verlinken. Werde ich natürlich auch, aber das ist mir gerade, ja,
da brauche ich wirklich den Namen vor mir, dann kann ich das ablesen, weil ich vergesse das immer. Also ich meine, Johanna ist Johanna und fertig so. Für mich ist es meine Johanna und bin dankbar, dass sie das irgendwie gestaltet hat, weil ich habe ihr das geschickt. Also ich habe das aufgenommen, dieses, was kam ja halt beim Essen, ja, weil Geschmäcker sind halt verschieden. Du kannst halt Salz nehmen, Pfeffer oder Zucker dazu, so in der Art. Und ja, und so ist es bei allem. Es ist nur meine Meinung und was du daraus machst und dich entscheidest, ob du jetzt diesen Kanal hier, also meinen YouTube-Kanal weiter verfolgst und denkst, ja, ey, die möchte ich mir jetzt selber die nächsten Jahre weiter anschauen, weil die interessiert mich, dann bitteschön. Aber wenn du sagst, ey, ja, so wie halt bei diesem einen Video, ey, ne, du bist ja langweilig oder sonst was, mach was draus, es ist deine Entscheidung. Ich bin da eher weniger böse drum, weil ich denke mir, die Leute, die das hier anschauen möchten, die schauen sich das an und fertig. Und ich mache das ja auch. Ich schaue mir ja auch nur Videos an, die mich ansprechen, egal ob ich die abonniert habe, die Leute, oder gar nicht abonniert habe oder sonst was. Weil, ja, entweder kommt das halt durch YouTube-Werbung, wie auch, oder durch Empfehlungen von anderen YouTuber, die dann irgendein YouTuber oder überhaupt ein Mensch oder eine Sache empfehlen. Und dann schaue ich gerne da rein. Ich meine, genauso wie in Büchern. Also ich habe jetzt so viele Bücher hier. Ich meine, nicht nur, dass ich so viele Bücher habe, die habe ich schon vorher gehabt. Ich meine, ich habe jetzt die letzten Tage, Wochen noch ein paar Bücher dazu gekauft und ich habe mit drei angefangen zu lesen. Und eins habe ich geschafft, Leute, ganz zu Ende zu lesen. Und die anderen, die liegen da halt und warten irgendwie, ob sie weitergelesen werden wollen oder nicht. Und dazu habe ich, glaube ich, auch mal ein Video gemacht oder gesagt, dass ich ja mal 2 Jahre an einem Buch gelesen habe. Yeah. Ich meine, hallo, jeder seines, ne? Ob du 2 Jahre oder 5 Jahre an einem Buch liest oder 2 Wochen oder einen Tag. Das ist eigentlich deine Entscheidung und deine Zeitmomente, die du da reinpackst. Ja? Genauso wie ich, ich sag mal, ich könnte jetzt meine ganze CD-Sammlung hören. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt schaffen werde, weil es so viele Minuten und Sekunden sind. Das ist nicht mal, also ich meine, so viele CDs, die ich schon habe, das füllt, glaube ich, 2 oder 3 Jahre, meiner Meinung. Und deswegen nehme ich die Musik immer so, ich meine, ich behalte diese CDs und meine Sammlung, weil ich das immer so toll finde, Leute. Das ist auch meine Entscheidung. Ich mache mir einen Koffer auf, also ich habe einen CD-Koffer, ich habe mehrere, oder überhaupt CD-Sammlungen irgendwo hier stehen, ja. Und denk an irgendein Lied, ja, oder es kommt irgendein Lied und denk mir, ach, jetzt könnte ich mal die CD hören, ja, und dann entweder finde ich sie wieder, ja, oder ich finde sie halt nicht so schnell wieder und denke mir, ach, dann ist es halt nicht ganz so wichtig, dann höre ich erstmal was anderes, ne? Und ansonsten kommt es dann und, also die letzte Zeit war es immer so, dass ich immer die richtige CD gehabt habe, also die habe ich dann immer so gezogen aus meiner Sammlung und ich habe mich dann immer gefreut, so, wie so ein kleines Kind halt, ja? Juhu, ich kann die Musik jetzt nochmal hören oder auch wenn ich was Neues höre. Also es gibt ja so viel auch durch YouTube und durch überhaupt so viele, ja, Musikrichtung und Musikleute, also die Musik machen die Menschen und ach, was weiß ich. Und ich finde das echt toll. So, ich habe ja jetzt, ich meine nicht jetzt, sondern ich habe jetzt, in dem letzten Video habe ich auch eine gefilmt, so die auf der Straße gesungen hat. Und das war auch, fand ich auch so toll, ich habe fast geweint. Also ich meine, ich fand das so schön. Ich meine, ich fand es auch so sehr schön, dass sie sich, ich habe mich auch bei ihr bedankt. Ich fand es halt so schön, dass sie sich das erstens traut. Ich meine, dass sie das überhaupt macht. So, ne, und noch überhaupt, also ich meine, sie singt ja auch woanders, nicht nur auf der Straße. Aber ja, ich fand das toll und ja, hat mich halt ein bisschen erinnert, so auch meine Singerei. So, ich meine, ich habe nicht auf der Straße gesungen. So. Also ich meine, wenn ich durch die Gegend laufe, singe ich zwischendurch auch mal. Aber ich meine, ich singe nicht so, dass ich da, ja, so wie sie das halt gemacht hat. So viel dazu. Und das wollte ich euch einfach mal nochmal erzählt haben. So zum Ende des Jahres oder fast zum Ende des Jahres. Es geht ja langsam zum nächsten Jahr zu. Und das sind halt meine Gedanken zu meinen letzten Videos und auch zu diesen 4 Wörter-Themen. So, also Wahrnehmung, Aufnahme, Möglichkeit und Entscheidung. Es ist halt immer deine eigene Entscheidung, was du aus deine Wahrnehmung, deine Aufnahme und deinen Möglichkeiten machst, weil es gibt so viele Möglichkeiten, Leute. Ehrlich. Also, ihr müsst ja einfach nur irgendwie, oder ihr dürft sie halt, das ist ja deine eigene Entscheidung, ihr dürft sie selbst packen und daraus was machen. Und wenn ihr dann sagt, oh, ja, ich habe mich jetzt entschieden, ich gucke mir jetzt die ganze Zeit Anja an, aber irgendwie
ist es doch nicht mehr so stimmig. Ich schaue mir dann, was weiß ich, Puzzlemuckel an oder was auch immer, der dann mich dann so anzieht, ja? So viel dazu. Ja, also, ich meine, ja, das war es dann einfach so, sozusagen von diesem Thema und Themen. Und ich freue mich immer darüber zu sprechen. Ich meine überhaupt, ich freue mich sowieso darüber, mich auch auszutauschen mit euch. Also ich meine, jeder hat ja auch seine eigenen Möglichkeiten, seine eigenen Entscheidungen und seine eigene Wahrnehmung und Aufnahmen, ja? Und ja, sind halt noch so andere Themen, die mich auch die ganze Zeit noch beschäftigen, aber die, glaube ich, werde ich in extra Videos machen, weil, ja, nicht weil es einfach so ist, so wie es ist, so. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit, lasst euch gut gehen, bis dann, ciao!